Hey, ihr Freunde der elektronischen Unterhaltung, hier ist wieder der Bruger und ich zeige euch heute ein ganz tolles Spiel. Es geht um Condemned Criminal Origins. Ja, das ist ein Spiel von dem Anfang 2006 von den Monolith Productions. Ja, die Firma gefällt mir bis jetzt ganz gut, haben recht tolle Spiele produziert. Und Publisher ist natürlich Sega. Was heißt natürlich? Ist eben Sega. Ja, durch dieses Spiel wurde ich aufmerksam durch Nerox. Der hat mir das empfohlen, weil auch einer meiner Lieblings-Let's Player das gespielt hat. Und zwar ist der gute Luna dafür verantwortlich, dass ich jetzt auch mal das Spiel spielen möchte. Und ich würde sagen, wir fangen doch einfach mal an. Ich bin mal gespannt drauf. Also es spielt wohl mehr im Nahkampf, als dass es wirklich ein Shooter ist. Ich denke mal, das ist einfach nur die Genrebezeichnung, die darauf am besten passt. Und wir sind eben Ethan. Ich weiß den Nachnamen jetzt leider nicht mehr. Ich habe es vorhin bei Wikipedia gelesen. Und wir ermitteln eben in einem Mordfall, bei dem es um einen Massenmörder geht. Ja. Und der hat eben ganz makabere Methoden, seine Opfer zu präparieren. Und darum geht's wohl jetzt auch. Aber ich... Ja, will man nichts vorwegnehmen. Vielleicht entwickelt sich die Story ganz anders. Und es ist so eine Art 7, aber das werden wir ja gleich sehen. Okay, ist das jetzt das Intro oder ist das einfach nur wieder so ein Zwischending, wo sich die Entwickler... Ne, okay. Ah, das Intro, ja. Ja. Ich habe es jetzt mal alles auf Maximum gestellt. Ich denke mal, bei einem Spiel von 2006 sollte das eigentlich schon flüssig laufen. Ich meine, ich habe jetzt... Thomas, I don't got all day here. Let's get a move on. Und du lift ein bisschen. Na egal. Ja, ich sehe gerade die Frames, die sind jetzt nicht auf Maximum. Also, ne, wie man es gewohnt ist, 25 Frames, sondern ein paar Frames drunter, aber... People are scared. We need to get this one. Follow me, bodies this way. Da ist eben meine blöde Hardware auch mit dran schuld. So, ich weiß jetzt leider nicht die Steuerung, aber ich habe Tooltips eingestellt. You gotta crouch to get under the tape. Wie crouch ich denn? Ach, Aktionstaste, okay. Come on, let's go. Body's rotten as we speak. Also ich kann wohl auch nicht springen, zumindest nicht. The patrolman on duty said there was a mannequin involved, just like the matchmaker. Old damn city's crawling with sick killers. Okay, dieser Killer heißt wohl Matchmaker. Ach so, noch vergessen, das Spiel ist, wie soll ich sagen, auf normalen Wege in Deutschland leider nicht mehr zu kaufen. Also, es ist sozusagen beschlagnahmt worden, weil es doch schon etwas menschenverachtend sein soll. Aber ich finde, als Volljähriger sollte man sich selber davon ein Bild machen können. Aber, Jesus H. Nearly shot the bastard. Come on, this place is creeping me out. Also wenn ihr es dennoch spielen wollt, bestellt es euch wie ich aus dem Ausland. In Deutschland ist es leider nicht mehr möglich, es zu bekommen. Es ist nämlich... I don't got all day here. Let's get a move on. Ja, jetzt mach mal langsam, du. Ich will mich da erstmal ein bisschen hier umschauen. Arsch. Ja, wie gesagt, es ist halt schon etwas krasser, sage ich mal. Ich kann es selber nicht genau sagen. Ich habe mir wirklich nur wenig angeschaut von Luna. Weil ich mich auch ungern spoilern lasse, was das angeht. Also... Hallo? Geh doch mal weiter jetzt. Erst machst du so einen Stress und jetzt. Your stupid car broke my light. Better turn yours on. I hear you're afraid of the dark. Was? Nee, ich habe keine Angst vor dem Dunkeln. Du vielleicht, ja? Aber es ist schon wirklich böse dunkel hier, das stimmt schon. Kann ich denn sprinten? Ah, und das finde ich schön hier übrigens. Eine Taschenlampe, die keine Batterieanzeige hat. Das finde ich ja immer so affig, ganz ehrlich. Ich meine, es ist zwar so ein... Huh? Aha, es gibt wohl wieder Sammelobjekte. Ah, das finde ich ja sehr schön. So. Ah, okay, ich kann... War da eine Ratte? Das finde ich ja immer toll, wenn es in so einem Spiel so Sammelobjekte gibt. Da bin ich ja richtig immer ganz wild drauf, alles einzusammeln. 114, 114. Becker hier. FBI on the scene. Over and out. Copy that. Ah ja, in USA sagt man wohl zu den Federal Agents in Abkürzung die Feds, also ich bin einer dieser Feds. Mhm. Sitzt einer im Rollstuhl mit lauter Puppen ohne Gesichter.
Nee, Quatsch, kein Rollstuhl im Stuhl einfach. Ja, okay. Bastard. Huh? Thomas. Ah, mein Telefon. Come on, Thomas. This is Lieutenant Rosa. I'm your lab tech again on this one. Our wireless data transfer system enables you to investigate and collect evidence at the scene of the crime and transmit it to me for analysis. When I have results, I'll contact you via your cell phone. All right, let's get to work. Let's start by determining the cause of death. When your instincts tell you that evidence is nearby, ich bin so blind. Prepare a forensic tool. The system will select the correct tool for you, so don't worry about that. Oh, die sieht ja gut aus, die Arme. Okay, Forensic Tool, sagte sie. Wie habe ich... Wo habe ich denn meine Tools, bitte? Moment, ist da noch irgendwas? Werkzeug. Ah, okay. Aha, aha. Ah ja, ich bin also... wie ein Beamter des CSI und hab meine ganzen Tools dabei. Jetzt würde ich nur gern wissen, habe ich die auf den Nummerntasten? Nein. Nähern Sie sich der Leiche. Ja, mache ich doch. Na? Es tut mir leid, ich muss nochmal in die Tastenbelegung schauen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt mich vorher gar nicht informiert, was es alles für Möglichkeiten gibt. So. Okay, Feuer, Block, Taser abfeuern, Maustaste 2. Lege ich da gleich mal hier hin. Taschenlampe auf Nahkampf umschalten. Werkzeuge vorbereiten. T. Okay. Ah, ich kann auch treten. Das ist ja lustig. Rammen, zuschlagen, brechen. Oh Gott. Ich kann mir schon denken, warum es so brutal ist. Es wird wahrscheinlich wieder explizite Tötungsszenen geben. Use the UV light on the corpse and find the trauma ah, ja. Point. It'll glow a bright purple. Ja. Da ist doch der Fingerabdruck. Hallo? Ah, okay. Ah, jetzt kann ich zoomen und wenn es grün ist... Ah, verstehe. Just a sec. Verstehe, verstehe. Das ist ja gar nicht so doof, das Spiel. Very forceful. Fingermarks clear, except... Bruise intensity indicates the killer's right-handed and missing the index finger on that hand. Okay. There must be something more. Something we're not seeing. Was jetzt? Boah, Monolith hat es, glaube ich, mit diesen Visionen, oder? Dass man immer in so andere Körper- oder seelenlose Zustände geschickt wird und dann irgendwie welche. Ja, sowas dann zu beobachten. Das ist nämlich auch bei Fear schon der Fall. Okay, mit welchem Werkzeug jetzt? Run the laser light over the crime scene and if there's evidence, it will show up a bright green. Hey Becca, get the lights. Wenn ich auf dir rumgetrappelt bin. The agent's laser works better in the dark. Okay. Schauen wir doch mal die Crime Scene. Ah, schau mal an. Da hat doch was im Gesicht. Okay, scharf stellen. Oh, wie schwer, wir haben ja schon den Pfeil nehmen, dass man sieht, wann es scharf gestellt ist. Okay. Processing image. Und jetzt? Was war das? That's it. The same mark. Exact same MO as the others? It's the work of a guy we've been calling the matchmaker. Kills young women violently, poses them in grisly tableau with male department store mannequins. Mannequin always slightly okay. Disfigured by a mark on the face. Hmm. Any luck on the mug book searches? I bet the killer has the same mark. No luck so far. Mm-hmm. Becker, yes. No smoking at a crime scene. Uff. Pfui. I don't smoke. Kippe aus. Well, someone was. Wer, wie, wo, was? Sag bloß, der ist noch am Tatort, der Verbrecher. It's coming from in here. Ja, und dann machst du so ganz gemütlich, oder wie? Ich würde mal ein bisschen sprinten, mein Guter. Dang it. I can smell the cigarette smoke. Aha. Okay, ich muss jetzt wohl suchen, ja? Habe ich wieder mein Tool zur Hand? Nein, ich habe keine Tools. Ja, schön, gut, da liegt er. Steht schon ein Aschenbecher. Ja. He's right above us. Call for backup now. Ich sag's doch, der ist noch da. Officer Becker, we need backup immediately. Fourth and Stark. Potential homicide suspect still in building. Officers are on their way. ETA 10 minutes. Copy that.
Becker and I will head up the fire escape. You wait here for backup. Was? Ich will aber auch ballern. Shit. Okay, now he's playing with us. Change of plans. Becker, secure that door. Thomas, check out the building and get these lights back on. Okay. Und du guckst in der Zeit aus dem Fenster, ja? Sehr gut. Das nehme ich dann Arbeitsaufteilung. Okay. Sooner we finish up here, the better. Let's go. Ja. Oh, and for Christ's sake, be careful. Ach Quatsch, ich habe eine Knarre. Ich renne jetzt durch wie Rambo. Was denkst denn du? Natürlich bin ich vorsichtig. Da klingelt schon wieder das Telefon. Agent Thomas, Officer Becker. I don't know if they're on a new drug or... Give me that. Thomas Dickinson, there's one coming your way. Addict amped up on something. Ja, da rennt er schon. Kann ich da nicht anvisieren? Ich muss. Ah, okay, so kann ich die Ammo checken. Das ist ja cool. Jetzt sind die Patronen im Magazin. Federal Agent, come out peacefully or I will use force. Yeah. Ach, das war ich selbst. Kranker Freak. Wie siehst du denn aus? The city's full of them now, Thomas. Addicts, vagrants, psychotic individuals gone terribly bad. They come in all kinds, but mostly violent. Be careful. Okay. Ich pass schon auf, keine Angst. Ich kann da gar nicht treten, merke ich gerade. Schade. Toter. Ah! Das ist ja gemein. Ja. Jetzt ist er, glaube ich, tot. Wie fies, oder? Ich kann auch auf ihn eintreten, wenn er am Boden liegt. Ja, ich trete mal die Tür auf. Vielleicht geht das ja auch. Okay. Kann ich wohl nur benutzen, wenn ich auch wirklich Energie verloren habe. Also nicht wie jetzt. Okay. Oh, da. Ich kann mich nicht ducken, oder? Nee. Ach, das ist ja blöd. Ja, das weiß ich auch schon. Aha. Ja, die Aktionstaste ist auf E und ich drücke die ganze Zeit F, weil ich bin es ehrlich gesagt gewohnt, dass die eben auf F liegt, die Aktionstaste. Naja. Eben wieder umgewöhnen, aber das geht schon. Okay, die Tür geht auf. Das ist auch noch sowas, was mich stört. Ein Spiel, in dem es tausende von Türen gibt, aber sie gehen eben nicht alle auf. Das finde ich immer ganz nervig. Okay, was sind hier wieder lauter Augen? Was ist das? Ah, noch mehr Sammelobjekte. Also Vögel und Metallschilder gibt es schon mal. Oder ist das immer levelabhängig? Vielleicht gibt es ja nur in dem Level. Na gut. Kann ich hier nicht sprinten oder schneller laufen? Der schleicht mir hier so lang, der Esen. Was gibt's hier? Okay. Wo geht's weiter? Hier? Okay. Oh. Seid ihr kranken Fixer? Da ist er. Ich hab dich schon gesehen. Du brauchst dich gar nicht dahinter zu verstecken. Mein Freund. Ja. Okay. 4 Schuss. Und er hat natürlich kein Ersatzmagazin dabei. Oh, High Kick kann auch hier. Wow. Bruce Lee, oder wie? Ja, ist ja immer ein bisschen unspektakulär, wenn man selber eine Waffe hat. Ah, jetzt kann ich endlich sprinten. Und ich habe einen Ausdauerbalken, das ist ja... Immerhin.
Wenn man selber eine Knarre hat, dann finde ich, verlieren so Typen, die eben mit Stöcken oder Rohren auf einen zulaufen, ein bisschen an Schrecken, also. Naja. Ich denke mal, das wird aber nicht immer so sein. Hoffe ich auch. Auch nichts. Oh, eben geht die Taschenlampe ganz schön. Warum war die Taschenlampe eben so dunkel? Und warum hat das da eben so geklappert? Sind die Türen auch schon wieder zu? Und da geht's nicht weiter, oder? Fällt doch jetzt bestimmt gleich wieder irgendwas um oder jemand stößt eine Tür auf oder. So. Das, ja, ich erschrecke mich eben immer vor meinen eigenen Geräuschen, das ist doch unglaublich. Das kann doch nicht sein, oder? Ich bin jetzt bestimmt falsch. Na, darf ich halt wieder zurück. Ich habe doch irgendwas übersehen, oder? Es kann ja nicht sein, dass ich jetzt den ganzen Weg zurücklaufen muss. Ja, die ging nicht auf. Ah, da hinten ist doch noch eine Tür. Ganz unscheinbar. Und sie geht auf. Haha. Ah. Oh. Mann. Ja, mach die Kippe aus. Das ist ungesund. Richtig. Okay, Sicherungsschalter. Kasten. Wo ist der Kasten? Da ist der Kasten. Oh, und die Kippe. Brennt noch, oder? Ja. Ach du Scheiße. Was sagt uns das? Er weiß nicht, wie man eine Kippe richtig ausmacht. Haha, nee, Quatsch, er ist noch hier in der Nähe. Oh, der Killer. Okay, Ah! Hallo? Oh, Scheiße. Du bist bestimmt kein Polizist, oder? Pff. Speicherpunkt. Ja, dann mache ich doch hier mal eine kleine Pause.